So Leute, willkommen zurück. Wir machen direkt weiter mit der Angmar-Kampagne, da es ja letztens so schon geklappt hat. Oder unser Hexenkönig. Werden wir das gleich nochmal versuchen. Ein Feuerdrache, kommt ihm nicht zu nahe. Diesmal saugen wir den ein. Wir lassen den hoffentlich kaum Chance. So, die töten mal diesen Feuerdrachen, bevor er noch was machen kann. Meine Armee umbringt. So, und der Feuerdrache ist tot. Ebenso wie sein Drachenwort. Wie ihr seht, habe ich da noch ein bisschen aufgerüstet in der Zeit. Damit wir den Drachen direkt umbringen können. Und Rogasch ist immer noch der coolste. Ne, eigentlich der Hexenkönig, aber Rogasch ist cool. Morgomir ist da hingegen scheiße. Der ist genauso wie Glorfindel oder Gloin. Auch so blöde Helden, die man einfach unnötig sind für mich. So, oh, wer ist denn da? Was ist das denn? Wargreiter? Wolfreiter? Sie haben Höhlentrupp, kann... Ach ja. Rogasch, übernimm den. Hat der eine Fähigkeit? Rogasch, übernimm den Troll. Wie der es einfach so zeigt. So. Auf die Wagreiter. Also zumindest glaube ich, dass es Wagreiter sind. Oder Wolfsreiter. Wir sind ja Wölfe. Und das sind komischerweise Orks. Was suchen Orks hier? Na gut, dann halt mit Orks. Und wer ist das? Die laufen ja mit Keulen. Und die rennen einfach durch diese Schneetrolle. Also, man kann sagen, was man will. Die Schneetrolle sind die Reiter der Angmar. Die rennen einfach durch, genau wie die Kavallerie und Pferde. Oder so. Und jetzt haben wir gewonnen. Ach nee, hier. Ein Hügeldingens. Ich diene Eisenkrone. Der König mächtig. Ach, da ist ja noch einer. Ich gehe. Und dann bauen wir die Festung. Wir haben einen Bauplatz erobert und mit dem Bau einer Festung begonnen. Jo. Das haben wir. Festung. Naja. Haben wir das? Ja, das haben wir. So, dann haben wir gewonnen. Rein theoretisch. Aber die sind alles so schwer verletzt hier. Also sie sind. Wir haben eine unserer Festungen fertiggestellt. Das können wir eigentlich alles bauen. Haus der Wehklagen. Wir haben eine neue Festung errichtet. Flammen der Dunkelheit. Cool. Helden. Die schwarzen Nummer sind gekommen, um unsere Festung zu zerstören, wenn auch. Nach nur einer der Festwelle ist alles was. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Schwarz-Numinora. Die wollen jetzt meine Festung finden. Oh, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das ist ein ungünstig schlechter Zeitpunkt. Da ich nicht weiß, wo die kommen. So mies. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die schwarzen Numinora. Wie viel Geld habe ich? 9000 könnte doch hinhauen, oder? Wie kostet die Eismauer? Bauen wir erstmal überall Eismauer. Und dann hier ein paar Abwehrtürme, oder? Kampfturm, Kampfturm. Und was können wir hier bauen? Düsterwolf-Erweiterung. So, dann haben wir hier noch was. Und wir haben mal so ein düster Wolf Erweiterung, noch ein Kampfturm. Da hat ein Kampfturm. Hier, Düsterwald. Kampfturm. Kampfturm. Was haben wir sonst noch? Stachelgraben. Unmittelbar, also das tötet auch die da direkt. Fehlt noch ein Katapult. Gott sei Dank, Aha, die... Oh, ist ja lol. Ist ja lustig.
Ein Katapult. Was haben wir eigentlich sonst noch? Das ist das Eisgeschosse. Alle angeschlossenen Türme und Schanzen für unsere zusätzliche Einschaden. Außer Weglagen senken die Rüstung feindlicher Einheiten. Ja. Das hätte man auch viel früher sagen können. Hier bauen wir doch mal sicherheitshalber einen Turm hin. Also die zwei Türme hier sind, glaube ich, am wichtigsten. Da ich sie nicht so gut erreichen kann. Den da unten kann ich ja locker beschützen. Also baue ich hier lieber noch gleich noch einen Katapult hin. Es sei denn, die Numenora kommt von da oben. Das wäre richtig mies. Komm, ein bisschen schneller hier. Ich hoffe, die Numenora kommt von da unten. Das macht ja überhaupt kein Problem. So, noch Katapult. Was kann das denn hier eigentlich? Denkkosten für Helden, Beschleunigung vom Helden. Von da kommen sie. So, okay, dann mal Bewegung. So, wir fangen die ab. Wir fangen die Schweine ab. Sie greifen unsere Mühlen an. Ach ja, da habe ich übrigens eine Mühle platziert. Hier setzen wir auch mal Katapulte. Jo. Wo sind Menschen zu fällen? Ach so scheiße, sind das viele. Das war verdammt viel. Oh. Das gibt's schon nicht. Komm, ein bisschen schneller. So, da, oh, meine Fresse, sind das viele. Ah, die brauchen so lange. So. Die schleudern wir hier alle mal erstmal ein bisschen durch die Gegend. Ich hoffe, die beeilen sich mal ein bisschen. Rogasch, du bist der Wichtigste. Du musst dich mal ein bisschen beeilen. So. Der schießt in die Bogenschützenmengen rein. Rogasch springt hier mit einer Arschbombe in die Menge rein. Damit der es auch schon richtig macht. Komm, Rogasch, spring. Einfach rein. Einfach in die Mitte. Zeig keine Gnade. Los, Rogasch. So, jetzt macht er. So, die Katapulte am wichtigsten, vor allem weg. Auf in die Schlacht. Naja. Und man den Haufen Bogenschützenmenge. Kovas kloppt hier gegen die Menge. Kann der was? Los, Rogasch. Ja, los, mach was. Na, wir machen sie alle selber platt. Ist das nicht schön? Außer Rogasch, der kriegt gerade zwar ein bisschen heftig und... Was ist das denn? Los, Morgumir, mach was. So, die machen das. Immer schön auf die Bogenschützen drauf. Der Arsch, sein Arschbrauchschmuck muss mir bereit werden. So. So, bitte dann mit Vollspeed da drauf rennen. Unglaublich, wir gewinnen sogar. Ist ja nice. Drei Helden haben gerade so eine Armee vernichtet. Wie cool ist das denn? Und die sind ganz so mini-Level. Also morgen mir der verreckt gleich. Ah, scheiße. Naja, Gott sei Dank ist die Mission nicht verloren. Komm, Rogasch, mach was. Sieh nicht stark. Er ist nur noch der einzige Typ da. Oh. Geil.
Wir haben gewonnen. Ich Rugosch. Ich nehme euch das Leben oder den Willen. Entscheidet euch. Ah, jetzt haben wir die Numinora. Euer Wunsch ist uns Befehl, Gebieter, heute und für alle Zeit. Ihr seid gebrochen. Doch ich werde euch zu einer Klinge schmieden, die der Eisenkrone würdig ist. Sind das da unten Orks? Ja, jetzt haben wir die schwarzen Numenora an unserer Seite. Ist das nicht cool? Wir haben dem dunklen Herrscher heute gut gedient. Ja. Gut, Morgomir ist tot, aber egal. Der ist nicht wirklich so wichtig. Ganz Angmar gehorcht nun dem Befehl der Eisenkrone. Legionen von Orks kämpfen unter dem Befehl der Zuchtmeister Angmars und die Macht von Khandum wächst von Tag zu Tag. Hier in seiner dunklen Feste schmiedet der Hexenkönig einen grausamen Plan. Endlich ist der Hammer geschmiedet und bereit, Elendils Erben und ihre Königreiche zu zerschmettern. Der Plan wird mir jetzt gern interessieren. So, wir... Wow. Naja, gut. Unser... Eigentlich haben wir recht schwache Einheiten gehabt. Da kamen so viele von denen und wir haben gewonnen. Das ist echt verwirrend. Aber es ist nicht schlecht. So, was haben wir am meisten gebaut? Troll? Den habe ich nicht. Egal. Die Rudons. Rudors. So, aber das machen wir im nächsten Part. Jetzt erstmal würde ich mal sagen, bis dann. Und auf Wiedersehen.